Ja, am PMG haben wir frühzeitig begonnen, uns mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen. Und ein ganz entscheidender Schlüssel war dabei, dass wir die gesamte Lehrerschaft mit hineingenommen haben in den Prozess. Und 2018 war es, als wir allen Kollegen ein persönliches iPad zur Verfügung gestellt haben, womit die Kolleginnen und Kollegen sich erst einmal beschäftigen konnten, es im Unterricht ausprobieren konnten und eigene Erfahrungen sammeln. Im weiteren Verlauf war uns ganz wichtig, dass wir unser Kollegium auch unterstützen mit Fortbildungen zu dem Thema, wie man das iPad im Unterricht einsetzen kann. Die Fortbildungen haben wir auch hier an der Schule durchgeführt. Das waren interne Fortbildungen, wo ein Team von Lehrerinnen und Lehrern, die sich ein bisschen besser mit den iPads auskannten und auch vorgearbeitet haben, wir hatten so eine Projektgruppe, die haben diese Fortbildung dann auch vorbereitet und so haben wir versucht, das ganze Kollegium auf einen Wissensstand auch zu bekommen. Generell ist uns sehr wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler lernen, richtig mit digitalen Endgeräten umzugehen. Dafür haben wir im iPad-Unterricht uns mit dem Thema Datensicherheit zum Beispiel beschäftigt oder auch rechtlichen Fragestellungen wie das Persönlichkeitsrecht oder Recht am eigenen Bild. Aber auch Präventionsmaßnahmen sind uns sehr wichtig und generell geht es uns einfach darum, dass wir mit den Schülerinnen und Schülern einfach darüber ins Gespräch kommen, dass sie ihre Fragen, auch ihre Probleme einfach äußern können, dass wir eine Atmosphäre haben, wo man alles sagen darf, wo man einfach dadurch auch den richtigen Umgang auch mit den Medien lernt. Uns ist das ganze Thema Digitalisierung mehr als nur Mittel zum Zweck, also dass man jetzt hier neue Möglichkeiten hat oder mit der Zeit gehen will. Uns am PMG ist es wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler wirklich digitale Kompetenzen aufbauen, dass sie, wenn sie die Schule einmal mit dem Abitur verlassen, nicht nur die Allgemeinbildung mitnehmen, sondern darüber hinaus auch wissen, wie man mit Excel umgeht oder wie man eine E-Mail richtig schreibt. Das sind einfach Dinge, die zur digitalen Grundbildung dazugehören und die aus unserer Sicht im Berufsleben einfach als ganz selbstverständlich vorausgesetzt wird. Und wir sagen uns am PMG, wo sollte man das anders lernen als in der Schule? Das gehört für uns einfach dazu.